Wenn ich früher Freunden, Bekannten oder Lesern von Outdoor- und Kanu-Magazinen erklären wollte, warum ich Schweden oder Skandinavien so besonders schön finde, dann fiel mir meist nichts besonders Spektakuläres ein. Und auch heute geht es mir nicht anders. Skandinavien, auch Nordskandinavien, ist eben nicht Kanada oder Alaska. Und Moskitos, schlechtes Wetter, weite Anfahrtswege schrecken zum Glück viele Urlauber ab. Vielleicht macht das gerade die Attraktivität des hohen Nordens aus. Es sind einfach so wenige Leute da, dass kein Massentourismusgefühl aufkommt. Und das ist etwas, was ich stark bevorzuge. Nordlandreisende kampieren in Campingbussen, Wohnmobilen, Wohnwagen oder sogar meist in Zelten draußen in der Natur. Im Gegensatz zum restlichen Europa ist das hier im hohen Norden Europas noch möglich, das Zelten auch abseits von Campingplätzen, obwohl die Campingplätze hier in Schweden meist sehr schön sind, wie zum Beispiel unser Basislager hier am Stora Bör, das Camp Grimsby. Von hier aus unternehmen wir in den nächsten Tagen kleine Wanderungen durch die Natur, Kanutouren und auch Segeltouren. Der Stora Bör liegt zwischen den großen Seen des Dalslandseengebietes und dem Naturreservat Glasgow. Und wenn wir hier genug haben, werden wir weiterziehen. Zum Einsatz kommen auf dieser Reise ausschließlich Luftboote, und zwar Luftboote der Firma Grabner, die wir seit vielen Jahren im Einsatz haben und damit auch immer wieder sehr zufrieden sind. Heute benutzen wir zwei Zweierkajaks, einen Riverstar und einen Explorer 2, weil wir jeweils damit auch unsere Hunde mit an Bord nehmen. Meiner YouTube-Clips entstehen diese hier auch draußen zwischen Tür und Angel, zwischen vielfältigen Aktivitäten und bestehen zunächst aus Fotoclips, die sich schnell herstellen lassen, und ausführlichere, längere Videos werden erst später folgen. Aber natürlich sind bei allem, was wir hier treiben, natürlich auch wieder laufende Kameras dabei.